Was für ein Auftakt! Mit Rossinis Wilhelm Tell-Ouvertüre eroberte das BR-Symphonieorchester unter der Leitung von Maris Jansons das Publikum gestern Abend in der ehrwürdigen Carnegie Hall. Es ist einfach wunderbar. Der volle und voluminöse Klang ist großartig. Dieses Orchester ist so gut. Mein Mann und ich haben andere gute Orchester gehört, aber das ist wahrscheinlich das Beste. Das BR-Symphonieorchester ist ein gern gesehener Gast in New York und das seit 1968. Da brachen sie zum ersten Mal nach Amerika auf. Ihr Ziel, der wohl berühmteste Konzertsaal der Welt. 110 Musiker, das wollten sich die New Yorker nicht entgehen lassen. Seitdem kommt das Orchester regelmäßig in den traditionsreichen Bau mit seinen 2800 Plätzen. Für die Mitglieder des Orchesters ist es immer was Besonderes, hier zu spielen, auch für den Cellisten Sam Lutzka. Das ist natürlich eine besondere Ehre und ist wahrscheinlich der berühmteste Konzertsaal aus Amerika. Und auch zu Recht, weil also die Akustik unglaublich ist. Und die Akustik wissen auch die Musikliebhaber zu schätzen. Die Konzerte sind ausverkauft. Das BR-Symphonieorchester, beliebt und geschätzt, seit 50 Jahren in New York.